Hallo und herzlich willkommen zurück bei Cyberpunk. Ja, ich war jetzt schon so schön mitten in der nächsten Aufnahme, bis man sagt, ja, deine Festplatte ist voll. Okay, gut. Also, das sind wir noch einmal. Und echtes Maschinengewehr. 696 Schaden, was macht denn die hier? Kann ich die vielleicht wieder upgraden? Ah ja, kann ich. Also die hier. Dann die Schrotflinte geht nicht. Die dritte Waffe sehe ich gerade wieder gar nicht. Okay. Einen Levelaufstieg, der kommt auf Intelligenz. Alles andere machen wir später, so Rucksack. Also, wir zerlegen da noch ein bisschen was. Blau mit nur einem Slot. Blau ohne. So. Okay, so, Itemherstellung, dann Inventar, Rucksack. Okay, was haben wir da noch? Also, ein Präzisionsgewehr. Ein Sturmgewehr mit 400. Eine Maschinenpistole mit 500 circa. Eine Schrotflinte, die hier hat 700 sonst was. Eine Schrotflinte. Smart Schrot. Eine Smart. Ja, das war auch einer. Okay, dann bleiben wir bei der alten. Eine Handfeuerwaffe. Smart. Aha. Die machen wir mal weg. Eine Tech. Und eine Power. Okay. So, jetzt haben wir wieder ordentlich Platz im Inventar. Wir könnten jetzt eigentlich, das sind so die südlichsten, gell? Wir könnten doch hier mal anfangen zum Aufräumen. Genau. Kommen wir da durch? Boah. Kommen wir? Hey Judy, was gibt's? Ach, du weißt schon, immer dasselbe. Bei dir? Ich dachte, nach der Sache mit Maiko höre ich nie wieder was von dir. Hab mir die Aufzeichnung nochmal angesehen. Du hattest keine Wahl. Aber das ist nicht der Grund, weswegen ich anrufe. Ich will dich um einen Gefallen bitten. Dann schieß mal los. Mit dir wird's niemals langweilig. Interessante Leute langweilen sich eben selten. Und man hört kein Wunder bei der Gesellschaft. Aber genug rumgeschmalzt. Was gibt's?
Ich verrate nicht zu viel. Für diese Spezialmission brauchst du ausnahmsweise mal keine Waffe. Nur einen Taucheranzug. Klingt wirklich interessant. Aber wozu der Taucheranzug? Jetzt mach keinen Rückzieher mehr. Benutz einfach deine Fantasie. Du weißt wirklich, wie man mich lockt, hm? Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Na gut, ich bin dabei. Aber ich muss dich warnen. Taucherkluft steht mir super. Hör auch zum Rumflirten. Ich glaub's, wenn ich sehe. Der Damm hinter Rancho Coronado. Kennst du den? Ja, was ist damit? Da steht ein kleiner, verlassener Bungalow. Triff mich dort. Bei Sonnenuntergang. Okay. Ist das ein Date? Das wirst du wohl rausfinden müssen. Oh, oder Mann. Wir beide. Bis dann, Wie. Einmal das Protokoll, bitte. Ah, 55, 55, 1C. Dankeschön. So. Einmal bitte kurz los. Klären wir das hier, Erwachsene! Was tun wir doch? So, zwei. So, das wäre das hier. Da hätten wir was. Warte mal, ich habe nur noch 10. 10 davon. Oh, wieso eins? Die hier. So, einmal drauf. Weiter. Ich glaube, hier ist wurscht, wo ich war. Autos waren hier eh keine. So, Protokoll. 1C. Mhm. 1C, 7A. 7A, E9, okay. Okay, müssen wir es ohne machen. Ah, seltsam.
Was? Ach so, Stacheldraht. Du feige Ratte! Bist du feige Ratte? Benutzer inaktiv. Du mir deine Waffe? Du kannst dich nicht verstecken. Doch. Außerdem, warum sollte ich mich verstecken wollen? Omega. Ich will die Waffe hier haben. Aber ich fürchte, die kriege ich nicht. Komm raus! Oh, wieso? А ну вылазь! Kamerasteuerung. Ja? Hey V, Frank hier von Arasaka. Erinnerst du dich? Aha. Wow, ja. Ich erinnere mich. So ein Arschloch wie dich vergisst man. Hör dir bitte die ganze Nachricht an. Abernathy fickt die Abteilung durch. Jeder noch so kleine Abweichler muss raus. Weiß nicht warum. Aber ich bin wohl auch dran. Keine Gefangenen, keine Vorwarnung. Aber ich werde nicht rumsitzen und auf den Henker warten. Ich stelle eine Akte zusammen, um sie fertig zu machen. Die Dokumente sind in einem Versteck. Als ich es nicht schaffe, sie einzusetzen, erhältst du diese Nachricht mit Koordinaten. Du wirst wissen, was damit zu tun ist. Scheiße. Das heißt ja wohl, er ist tot, weil er schickt mir hier, wo ich's finde. Also ist er tot. Ich meine nicht, dass wirklich schade wäre um ihn. Aber wenn er was zusammengestellt hat, wäre es ja... toll. Wäre zumindest nicht schlecht. Okay, das war's, glaube ich, schon. Ja, da haben wir einen Auftrag.
Okay, dann nicht. Also eigentlich wäre ich echt neugierig, was er da hat. So, Kurzschluss. Kurzschluss. Und du kriegst die Überhitzung. Sehen. Ach, wen interessiert's? Okay, bin gut. Ihr fangt an, ich bin schon fast fertig mit euch. Was zur Hölle? Ja, machen wir mal. 1C, 1C, E9. Wenn du die Eier dazu hast. Weg, wer ist hier? Schon, ich verspreche auch, dass ich dich nicht kalt mache. Aha. Was zum...
Jawohl. So, I9. 7A 55. 7A. 7A. FF. Also. E9. 7A. Nein, das E9 kann man vergessen. E9. 7A. 55. 7A. 7A. Ja, das kann man vergessen, aber ist egal. Also, E9. 7A. 55. 7A. Ja, und jetzt ist es wurscht. Was zum? Wir können bestimmt Freunde werden, ja. Hab hier echt leckeren Chips. So, was haben wir noch? Da haben wir nichts. Komm schon, wir können. Das ist nicht unser Van. Aber sieh dir die Spuren an. Führen tiefer in den Tunnel. Oh. Ich bin noch beim Lieferwagen. Geht ja nicht, ich muss das looten. Soll ich denn dann looten? Ja.
Okay. Hey! Der macht coole Dinge, der LKW. Also der. Sümmchen verdient und obendrein die Animals verarscht. Ich mag Leute, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Job ist erledigt und ich glaube, ich werde mir deine Nummer für die Zukunft merken. Gut. Nein, nein, nein. Ich kann auch nicht sterben. Nicht jetzt! Kiel ist im Mund? Komm mal da. Keine Ahnung. So, wo waren das jetzt? Schon, nein. Genau. Und zwar. Nein. Oder was das? Doch, es war das. Ja, ich würde sagen, wir werden mal in die Richtung fahren. Aber machen werden wir es erst beim nächsten Mal. Was? Du hast einen Auftrag? Irgendein Soldat hat gerade das Feuer eröffnet. Haben wir hier ein Cyberpsycho? Ja, haben wir. Nicht jetzt, Regina. Eine Nummer von einem Kumpel bekommen. Okay. Ja, du kannst gerne rufen. Zwei Kilometer, na gut.
schiebt mich das Auto einfach so auf die Seite und sagt, aus dem Weg. Hallo? Ich bin viel mobiler. Gut, ich meine, ich weiß zwar nicht, wie Verkehrsregeln hier sind, aber ist ja auch egal. Ich habe noch kein Ticket bekommen. Sag mal, du kleines Einkaufswagen. Aua! Das ist doch nicht so aggressiv. Okay, gut, vielleicht bin auch ich das, aber... Mann. Gut, dass ihn das nicht stört, dass ich ihm drauf war. Ich wollte doch nur, dass du einmal weitermachst. Wieso steht da ein Auto? Alter. Okay, und jetzt würde ich sagen, hier sage ich euch tschüss, tschau, baba, bis zum nächsten Mal. Und dann schauen wir, ob wir das Paket finden. Also, baba.